Märchen und Mythen aus der Welt der Akustik. Es ist für viele Leute vielleicht ein bisschen ein mythologisches Land, dieses Land der Akustik, und das haben wir als Thema ein bisschen aufgegriffen. Sie sehen hier auch die Symbolisierung mit diesen Zwergen, denen werden wir ein paar Mal noch begegnen. Das sind die Bewohner dieser mythologischen Akustiklandschaft, die wir heute miteinander begehen möchten. Ich habe hier ein kleines Intro-Bild vielleicht, welches wir ein bisschen im Hintergrund halten können während dieser Erkundungstour durch die Welt der Akustik. Wir haben hier diese Zwerge, die wohnen in diesem Land, und wir haben hier Regenbogen. Am Ende des Regenbogens, wie Sie wissen, haben wir den Goldtopf natürlich, und man kann das ein bisschen schematisch darstellen vielleicht. Je größer der Märchen- und Mythenfaktor, umso größer ist der potenzielle Goldtopffaktor. Es fragt sich immer mal wieder, wem dann der Goldtopf am Schluss wirklich gehört. Aber der Goldtopf wird je nachdem sehr groß bei diesen Märchen und Mythen, über die man dann redet. Wir werden trotzdem ein bisschen auch seriös bleiben. Ich habe das so aufgebaut, dass ich zuerst versuche, Ihnen die physikalischen Fakten der Thematik darzulegen. Was sind wirklich grundlegende Eigenschaften der Akustik? Was sind wirklich Größen, die wir berücksichtigen in der Akustik? Und dann ein bisschen die Interpretation aus dem mythologischen Märchenland, was dann zum Teil daraus gemacht wird. Wir haben eine Dreiteilung vorgesehen. Die Grundbegriffe der Akustik, 10 Minuten Abriss der wichtigsten Themen. Dann die Raumakustik, was passiert in der Akustik, in einem Raum drin, wenn wir einen abgeschlossenen Raum haben, wie jetzt hier, was haben wir für Phänomene, die wir dann beobachten. Und dann der dritte Teil, die Bauakustik. Wir schauen neben unserem Raum auch die Nebenräume an, also wo der Nachbar wohnt oder wo der Flughafen sich befindet etc. Was haben wir dann für Begriffe und für Eigenschaften, die wir miteinander besprechen. Sie sehen diesen Überflug, wir fliegen mit dem Flugzeug so ein bisschen durch diese Geschichte, sollte etwa 3-4 Stunden in Anspruch nehmen. Wenn Sie Fragen, Bemerkungen haben, seien Sie so nett und würden Sie das durch Handheben soweit erkundigen. Ich sehe auch gerade, dass noch Fachkollegen hier sind, die noch mehr von der Materie wissen. Also bitte genau schauen, was ich hier erzähle, ob wirklich alles Fakt ist und Mythe dann klar deklariert wurde. Herzlich willkommen auch dir. Akustisch, was ist Akustik überhaupt? Akustisch wahrnehmbare Signale sind Druckwellen, die ein Medium, meist Luft, durchlaufen. Diese Druckwellen beobachten wir hinsichtlich von 3 physikalischen Größen, die jedes akustische Ereignis charakterisieren. Wir haben 3 Größen. Diese Größen sind zuerst mal die Zeit. Gemessen in Sekunden, was passiert im Laufe der Zeit, ist einer der 3 Parameter. Anderer Parameter ist die Energie. Gemessen in Dezibel, die Amplitude kann man auch sagen, die Lautstärke des Schallereignisses. Ist das sehr leise? Ist das mittelmäßig? Oder ist es sehr laut? Das ist der Pegel, den wir anschauen miteinander. Das ist die 2. Dimension. Als Mensch ist es hier angegeben, es tut mir leid, die Projektion ist nicht ganz fantastisch, aber ich versuche das so gut als möglich zu erläutern. Wir haben die Hörschwelle, die ist bei 0 Dezibel angegeben, sehr, sehr geringer Schalldruck, 0,0002 Pascal, sehr, sehr leise. Dann wird es ein bisschen lauter, 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 und irgendwann wird die Schmerzgrenze erreicht, wo wir wirklich körperliche Schmerzen erleben, wenn wir das hören. Das ist bei etwa 120 Dezibel der Fall. Also man kann sich es ein bisschen vorstellen wie so ein Tacho beim Autofahren, oder? Zwischen 0, so innerorts 50, 60 ist so normal, das ist etwa so Büro, Lebensumgebung, dann wird es ein bisschen animierter. Club, Live-Konzerte, vielleicht 100, 110, das sind so die maximalen Werte. Bei 120 ist es dann die Schmerzgrenze nicht unbedingt vom Auto, sondern vom Portemonnaie irgendwann erreicht. Und das ist dann das Ende des Spektrums hier. Die 3. Domäne, die wir anschauen, ist die Frequenz. Die Frequenz bezeichnet die Tonhöhe. Wir haben sehr tiefe Töne. Etwa 20 Hertz ist die untere Hörgrenze von Menschen, sehr, sehr tiefe Töne. Dann haben wir die mittleren, was ich so etwa spreche, 500, 600 bis 1 Kilohertz, so in diesem Größenordnung, Mitteltonbereich. Und dann geht es auch sehr, sehr hoch bis etwa 20 Kilohertz, 20.000 Schwingungen pro Sekunde, die wiedergegeben werden und die Sie wahrnehmen können als junger, gesunder Mensch. Diese 3 physikalischen Domänen sind abschließend alles, was in der Akustik passiert. Also wenn wir diese 3 Domänen definiert haben von einem Ereignis oder von einem Raum, dann haben wir alles
eigentlich herausgefunden, was zu diesem Schallereignis dazugehört. Es gibt nicht nur eine vierte Domäne, die wir irgendwie jetzt nebenbei lassen, nebenauslassen. Wir haben wirklich diese drei Domänen. Wenn wir diese verstehen, dann sind wir schon gut unterwegs im Bereich der Akustik, der wissenschaftlichen Akustik. Ich möchte die Frequenz noch etwas weiter ausführen. Die Frequenz, habe ich gesagt, 20 Hertz bis 20 Kilohertz ist das, was wir hören, die Tonhöhe, die wir hören können. Wir können etwas anders darstellen. Wir können nämlich, wenn Sie sich diese Frequenz vorstellen, 20 kHz, das sind kleine Amplitudenschwankungen. Wir haben ein Druckmaximum, ein Druckminimum. Druckmaximum, Druckminimum. Welche vom Lautsprecher, wo ist überhaupt der Lautsprecher von mir heute? Irgendjemand versteckt. Oder meine Stimmbänder oder so ein Lautsprecher kann das wiedergeben. Ganz kleine Bewegungen, die Druckmaximum, Druckminimum. Überdruck, Unterdruck, Überdruck, Unterdruck machen. In einer gewissen Frequenz, in einer gewissen Anzahl Male pro Sekunde. Bei 20.000 Mal Überdruck, Unterdruck, Überdruck, Unterdruck, wie nimmt unser Ohr den Ton von 20 kHz wahr, also einen sehr hohen Ton. Wir schauen jetzt so eine Druckverteilung an auf dieser Zeitachse. Wir haben hier Nullauslenkung, Hochdruck, Nullauslenkung, Minimumdruck, also Unterdruck, Überdruck, Unterdruck, Überdruck etc. So geht das weiter. Das liegt auf dem atmosphärischen Druck. Das Wetter, die Luftsäule auf uns, die bringt uns einen grundsätzlichen Druck von 1000 Millibar. Das wissen Sie aus dem Wetterstudio Meteo. Und darauf tut sich die Akustik bewegen. Zum Glück hören wir die ganz tiefen Frequenzen nicht und hätten wir die ganze Zeit, wenn es irgendwo gewittert, würden wir die Luftdruckschwankungen hören. Das wäre nicht so toll. Also wir haben eine gewisse untere Grenze, die 20 Hertz, und eine gewisse obere Grenze, die 20 Kilohertz. Wir schauen die Wellenlänge an. Die Wellenlänge, die ist gegeben durch die räumliche Distanz in Metern zwischen zwei äquivalenten Punkten auf dem Wellenzug. Also wir haben hier Nulldurchgang von positiv auf negativ, zum Beispiel dieser Abstand, also ist irgendwie so groß, etwa 30 cm groß, dieser Abstand wäre tatsächlich die Wellenlänge dieser Welle. Wir gehen nicht rauf und runter, sondern wir messen das quasi horizontal. Wie groß ist dieser Abstand? Das ist die Wellenlänge. Wie Sie sehen, ist das frequenzabhängig. Wir haben hier eine tiefere Frequenz. Es bewegt sich langsamer in der Zeit, rauf und runter. Wir haben eine längere Wellenlänge, etwa irgendwie viermal länger oder so. Also wir haben eine längere Wellenlänge hier. Und wir können diese Wellenlängen können wir charakterisieren, etwas genauer mit einer Formel. Die einzige Formel, die ich heute zeige Ihnen. Der Zusammenhang ist nicht so wichtig von der Formel, aber wichtig in der Aussage, nämlich die tiefen Frequenzen, also tiefe Töne, sind gekoppelt mit langen Wellenlängen. Wir haben hier aufgelistet, 32 Hertz Ton, sehr tiefer Ton, ist etwa 10 Meter Wellenlänge. Das heißt, wir haben den Lautsprecher, es wird eine Druckwelle ausgebildet, die ich irgendwie mit mehreren Schritten begehen muss, dass ich sie wirklich ausbilden kann. Wir haben Druck und Unterdruck weit auseinander. Im Gegensatz dazu, bei sehr hohen Frequenzen, 16 kHz, sind diese Druckverteilungen Maximum, Minimum nur etwa 2 cm auseinander. Also wir haben mit sehr, sehr kleinen Objekten quasi zu tun, in Anführungszeichen geschrieben. Ich bin hier auf Video, ich muss immer ein bisschen aufpassen, was ich genau sage, weil man kann es ja wieder reviewen. Wir haben ein Objekt, in Anführungszeichen, welches mit 2 cm unterwegs ist. Jetzt, wenn Sie diese Dimensionen anschauen, 10 Meter im Vergleich zu 2 cm, dann können Sie, ich greife ein bisschen vor, das hier ist ein Absorbermaterial, okay, das schauen wir nachher noch an, was es genau ist. Dieses Material, was denken Sie, wäre das für eine 32 Hertz Welle irgendwie von Interesse oder hat es irgendeinen Einfluss, ob das Material jetzt vorhanden ist, ja oder nein? Was denken Sie? Eher nicht, oder? Das ist die richtige Kopfbewegung. Das ist nicht so. Die tiefen Frequenzen, die haben, man kann das auch im übertragenen Sinn sagen, ein bisschen zusammengekniffene Augen. Die sehen eigentlich nicht, die sehen zwar den Tisch hier, die laufen auch rein, aber die sehen nicht, ob jetzt auf dem Tisch so ein paar Sachen vorhanden sind, ja oder nein. Die sehen auch Räume, die Dimensionen der Räume zum Beispiel, Thema stehende Wellen, sehr genau, die Wände, die Decke, der Boden, aber ob da jetzt das Sofa dort steht oder ob das ein kleineres Sofa ist, welches ein bisschen mehr da steht, das ist nicht so wichtig für die tiefen Frequenzen.
Sehr wichtig sind solche Sachen aber für die hohen Frequenzen. Das ist eine gewisse Porosität, weist dieses Material auf, also es geht ein bisschen Luft da rein, es bewegt sich wegen dem Luftdruck und wird abgebremst in diesem Material drin. Das passiert bei hohen Frequenzen, die das Material tatsächlich auch sehen, die haben sehr gute Augen. Und die sehen diese Säule hier zum Beispiel, der Kamin wahrscheinlich, der ist belegt mit einem so einen Verputz, das sehen Sie vielleicht, ein Abrieb. Für hohe Frequenzen ist das relevant, dass das ein Abrieb ist. Für tiefe Frequenzen ist es einfach wichtig, dass ein Quader irgendwo steht. Wie der genau beschaffen ist von der Oberflächenstruktur her, ist nicht so wichtig. Ich habe hier ein Klangbeispiel vorbereitet. Ich schaue, ob das funktioniert. Das ist alles sehr nett vorbereitet geworden hier. Wir haben hier zum Beispiel 63 Hertz. Und Sie sehen hier angegeben, neben den 63 Hertz auch die Wellenlänge. Es hat sich eingebürgert auf der Welt, die Frequenzen die Nomenklatur der Frequenzen zu verwenden. Man hätte auch sagen können, es ist eine 5,34 Meter Welle. Man hat es einfach nicht gesagt, sondern man sagt, es ist eine 63 Hertz Welle. Gehen wir ein bisschen rauf, gehen hier mal runter. Den Fabrice habe ich gesehen. Macht der Lautsprecher das mit, 32 Hertz? Ja, er macht. Hä? 32 Hertz, wunderbar. Das ist einer der tieferen Töne, die dieser Lautsprecher wahrscheinlich wiedergeben kann. 250, so. 1,34 Meter, das heißt, wir haben bei diesem Ton wirklich ca. 1,34 Meter Abstand von Nulldurchgang zu Nulldurchgang jeweils, die Wellenlänge. Wir gehen hier ein bisschen rauf, ich nehme das Level ein bisschen runter, das ist sonst unangenehm für die erste Reihe hier. 8 kHz, boah, das ist sehr unangenehm. Jetzt sind wir in dem Bereich etwa unterwegs, oder? Und jetzt die paar, die es noch hören, ich wahrscheinlich eher nicht mehr, schauen wir mal, 16 kHz. Wer kann es noch wahrnehmen? Ich habe vorhin einen jungen Interessenten gesehen, ganz hinten, der hört es vielleicht noch, aber sonst ist bei mir jetzt also auch, ich bin auch nicht ganz optimal hier positioniert. Kleines Geheimnis, es ist gar kein Soundfile dabei, nein, nein, ist nicht so. Okay, das ist der erste Zwerg, das ist eigentlich ein bisschen ein Tipp, den können Sie anwenden, wenn Sie irgendwo irgendetwas hören zum Thema Akustik. Der erste Check könnte sein, Achtung, ist das Objekt, welches hier beworben oder vorgestellt oder beschrieben wird, überhaupt von der physikalischen Größe her, könnte das überhaupt für den beworbenen Frequenzbereich nützlich sein, ja oder nein, oder sichtbar sein, ja oder nein. Also wenn so ein Material, dieser Absorber, poröse Absorber für als Bassresonator verkauft wird, oder als Bassabsorber verkauft wird, dann mit dieser Hilfestellung können Sie schon von vornherein sagen, ja, das ist wahrscheinlich doch eher, dann eher unwahrscheinlich. Wir kommen zum Thema Schall auf Oberflächen. Das ist ein bisschen kompliziert vielleicht, so weit gehen wir nicht, aber um was geht es grundsätzlich? Wir haben eine Oberfläche irgendwelcher Beschaffenheiten, Gipswand zum Beispiel oder Beton. Wir haben Schall, welches hier auftrifft. Da können verschiedene Sachen passieren. Das ist genau hier jetzt dargestellt. Uns interessiert eigentlich für den Moment nur eine kleine Auswahl aus diesen Verhaltensweisen, nämlich das, was hier quasi auf der gleichen Seite passiert vom Material. Wir unterscheiden zwei Aspekte. Einerseits die, Entschuldigung, das war zu schnell, die Reflexion und andererseits die Absorption. Die Reflexion, die haben Sie alle heute Morgen gesehen, als Sie in den Spiegel geschaut haben, hoffe ich jetzt mal. Das ist die Reflexion, oder? Das ist Billardtisch, anderes schönes Beispiel. Wir haben hier eine Reflexion an der Bande vom Billardtisch, eine energieverlustfreie Richtungsänderung. Also wir ändern die Richtung des Schalls, aber wir behalten die Energien im Schallfeld bei. Wir haben hier eine Oberfläche, einen Tisch zum Beispiel oder eine Decke. Und wir haben hier diese Umlenkung vom Schall, aber es ist ein bisschen angegeben durch diese Pfeildicke. Wir haben die gleichen Energien, die eintreten und die austreten. Beispiele von solchen Materialien sind Marmor, Fußboden, Glasflächen und eine Betondecke, eine Sichtbetondecke beispielsweise. Das sage ich manchmal als Witz, das sind die Lieblingsmaterialien der Architektur heutzutage. Das ist alles okay auch, da muss man einfach wissen, dass man damit sehr viele Reflexionen erzeugt in einem gewissen Raum drin. Wir haben Reflexionen eigentlich gar nicht so ungern.
Aber wir haben Reflexionen dann gerne, wenn sie spät in der Zeit kommen. Konzertsaal zum Beispiel, KK Luzern, andere Säle, Opernhaus Zürich etc. haben wir viele Reflexionen, aber die kommen spät in der Zeit auf uns zu. Neue Reflexionen, die möchten wir nicht haben. Ich möchte Ihnen hier ein Problem zeigen, welches wir in einem Hörraum immer haben werden, einer gewissen Größe. Lautsprecher und ein Hörer hier von der Aufsicht gezeigt, also Vogelperspektive. Wir haben hier den Direktschall, der vom Lautsprecher zum Hörer kommt. Wunderbar, den möchten wir alle immer hören, das ist super. Was wir aber auch noch erhalten bei dieser Raumaufstellung ist, wir haben eine Reflexion an der Seite entlang. Diese Reflexion, weil wir ja mit der Schallgeschwindigkeit unterwegs sind, diese Reflexion wird ein bisschen später beim Hörer ankommen, wie der Direktschall angekommen war, weil er ist ja länger unterwegs gewesen. Und das ist ein Problem. Das möchte ich Ihnen hier vorspielen. Ich habe 3 Soundfiles hier vorbereitet. Ein Saxophonist, der spielt sein Saxophon und in einem Abstand von 1 Meter befindet sich ein Mikrofon. In einem komplett oder fast schalltoten Raum. Also keine Reflexionen sind in dem Raum drin. Ich spiele das vielleicht mal ab. So, nochmals vielleicht. Schönes Saxophon. Jetzt wird in diesem Raum, wird im Abstand von, das sehen Sie zuerst mal, 60 cm, wird so ein Tisch hingestellt auf die Kante. Saxophonspieler, Mikrofon, Tisch im Abstand von 60 cm. Wir werden selbstverständlich, weil der Saxophon ja nicht nur zum Mikrofon abstrahlt, sondern auch zum Tisch, gewisse Energie vom Tisch wieder aufs Mikrofon zurückfallen. Schauen wir das an, wie das tönt. Ich mache es vielleicht ohne Kommentar zwischendrin. Das dritte Pfeil ist dann, wenn wir den Tisch ein kleines bisschen weiter wegstellen, nämlich total 100 cm weg von dem Arrangement. Haben Sie einen Unterschied feststellen können? Gut, sonst wären Sie hier komplett an der falschen Tagung, denke ich jetzt mal. Das freut mich sehr. Es ist ein bisschen schwieriger hier drin, muss ich auch sagen. Es ist eigentlich für den Kopfhörer gedacht, diese Files. Aber weil wir diesen Raum quasi ja beschallen, hören wir die Effekte von diesem Raum in dem Audio-File auch noch gerade mit. Das habe ich nicht, weiß ich nicht im Vornherein, wie das genau aussieht. Das hören wir immer mit. Aber der Unterschied vom einen zum anderen ist dann doch immer doch sehr signifikant. Jetzt, was können wir machen dagegen? Oder? Wir haben jetzt gesehen, okay, tönt nicht so cool, oder möchten wir eigentlich nicht haben. Was machen wir jetzt dagegen? Wir können 2 Sachen machen dagegen. Zuerst mal kurzer Input vom Zwerg hier. Denken Sie, diese Reflexionsgeschichte können wir elektronisch reparieren? Nee. Oder das ist wieder die richtige Kopfbewegung. Ich weiß nicht, ob der wieder Trend nach durchhält bis zum Ende des Vortrags, aber nicht, weil was wir immer korrigieren im Lautsprecher, wird ja durch die Reflexion auch wieder an die Hörposition zurückgegeben. Das heißt, wenn wir gewisse Frequenzen pushen, mehr raufdrücken in der Amplitude, dann werden auch diese in der Reflexion wieder lauter auf uns zukommen. Das ist wiederum quasi eine destruktive Interferenz, die wir dann merken werden. Also wir können hier solche raumakustischen Geschichten können wir durch Elektronik heute nicht zum Verschwinden bringen. Das geht nicht. Was können wir dann machen? Wir können Folgendes machen. Wir können zuerst mal sowas an die Wand hängen. Bei gewissen Frequenzbereichen hilft uns das, um dieses zu erreichen. Direktschall, das ist okay, das möchten wir. Die Reflexion, die verschwindet dann im Absorber quasi. Die kommt nicht mehr aus dem Material raus. Das ist wunderbar, weil die möchten wir ja nicht mehr. Eine zweite Variante, nicht jeder kann das Haus neu bauen, aber wenn man ein neues Haus zu bauen beginnt, könnte man sich überlegen, wir machen die Wände ein bisschen anders, nämlich so schräg. Wir haben den Direktschall, den möchten wir, und eine reflektierte Schallwelle haben wir auch immer noch, aber die wird quasi am Hörer vorbeigeleitet. Man könnte das auch, Kompromiss, oder? Dieses Panel ein bisschen auf den Winkel stellen.
oder so ein bisschen hier weiter von der Wand weg wie hier, dann hat man das ein bisschen angenähert. Funktioniert auch wunderbar. Da muss man nicht den Raum ganz neu bauen. Aber das Ziel ist, dass wir eigentlich keine Reflexionen innerhalb der ersten 10 Millisekunden an der Hörposition haben. Anschließend ist okay, aber nicht in den ersten 10 Millisekunden. Schauen wir die Absorption etwas genauer an. Wir haben hier eine Tischoberfläche oder einen Boden, eine Wand, was auch immer. Und wir haben hier jetzt so ein Material, welches wir aufgebracht haben auf diese Oberfläche. Wir haben hier die gleichen Verhältnisse wie vorhin. Eingehender Strahl, austretender Strahl. Und wir haben hier aber einen kleinen Unterschied in der Dicke der Pfeile. Was ist hier passiert? Hier ist Folgendes passiert. Wir haben einen Teil der Schallenergie, der eingefallen ist, haben wir in diesem Absorber in eine andere Energieform umgewandelt. Und so bleibt weniger Energie dem Schallfeld erhalten. Also wir haben einen Teil der Schallenergie in diesem Absorber umgewandelt. Normalerweise ist das Wärme. Wir können Energie nicht vernichten, das geht leider nicht. Thermodynamischer Hauptsatz, der zweite. Wir können es nur umwandeln, oder irgendwie von einer Energie in eine andere Energie. Am Schluss wird alles meistens Wärme auf der Welt. Und so haben wir auch in diesem Absorber eine Umwandlung von Schallenergie, bewegende Luftmoleküle in Wärme. Und so haben wir das aus dem Schallfeld rausgebracht. Beispiele von Absorbern sind hier angeführt, Holzdecke, Teppichboden und Sie als Personen ebenfalls. Und dieser Satz Absorption ist die Transformation von akustischer Energie in nicht-akustische Energieformen, typischerweise die Wärme, wie gesagt. Wobei auch aufpassen, wenn Sie Ihre Wohnung jetzt mit so einem Material auskleiden und laut schreien und Musik hören den ganzen Tag lang, dann heißt das nicht, dass Sie nicht mehr heizen müssen. Das ist nur, das sind sehr, sehr, sehr kleine Energien, die hier in Wärme umgesetzt werden. Oder schön wäre es, das wäre ich ein Millionär, wenn ich das herausfinden würde. Wir haben eine Möglichkeit, Absorber miteinander zu vergleichen. Und zwar wird das Absorptionskoeffizient Alpha genannt. Das Alpha ist eine frequenzabhängige Zahl. Also wir müssen immer schauen, welchen Frequenzbereich schauen wir an, wenn wir über Alpha sprechen. Ich schaue das nachher noch, ich zeige es nachher noch kurz. Das Alpha ist eine frequenzabhängige Zahl, welche die Menge der Schallenergie beschreibt, die im Absorber in andere Energieformen umgewandelt wird. Alpha 1 oder 100%, komplett, oder? Alles wird absorbiert, alles wird in eine andere Energieform umgewandelt. Alpha 0, nichts passiert, oder? Das ist ein Reflektor im Prinzip. Da ist keine Absorption, findet da statt. Zu den meisten Materialien, wenn Sie das ein bisschen recherchieren, in Katalogen und im Internet, finden Sie eine solche Darstellung. Das ist die Absorptions- oder Alpha-Absorptionskoeffizientengrafik oder Alpha-Grafik über die Frequenz. Wir haben hier die Frequenzachse, tiefe, mittlere, hohe Töne. Wir haben hier eine Effizienzzahl zwischen 0 und 1 oder 0 und 100%. Sie sehen hier dieser violett gezeichnete Absorber, das ist eine typische Kurve für zum Beispiel so ein Material. Jetzt dieses Material, wenn Sie das anschauen und Sie haben einen Raum bei sich zu Hause oder sonst wo, der hat ein massives Problem im Tieftonbereich oder im Bassbereich. Was denken Sie, wäre das? Möchten Sie das kaufen und aufstellen? Ist der Trend, der Nein-Trend hält an, das ist die richtige Antwort. Das wäre nicht korrekt, oder? Weil dieses Material, das macht bei den tiefen Frequenzen viel zu wenig, oder? Das ist das ideale Material, um ein Defizit eines Raumes bei 500 Hertz oder bei einem Kilohertz zu beantworten. Wir können das nicht für jedes Problem das gleiche Material brauchen, oder? Das hätte ich nicht mehr zu tun den Tag durch. Verschiedene Hersteller bieten ein und dasselbe Schaumstoffmaterial in leicht verschiedenen Formen und Farben an. Uns interessiert deren Effizienz, also deren Absorptionskoeffizient. Das ist ein Material, das kennen Sie alle höchstwahrscheinlich. Das sind so violette, blaue, rote, weiße, schwarze, graue Strukturen aus Schaumstoff, die man kaufen kann. Das sind effektiv kaufbare Elemente, die habe ich auf dem Internet gefunden. Und die können zum Beispiel wie so Keile aussehen, die können zum Beispiel wie so Pyramiden aussehen, die können auch so eine Art rechteckige Struktur haben mit so Ausschnitten oder die können einfach eine flache Platte sein. Die flache Platte, die ist etwa ein Viertel so teuer wie all die anderen Lösungen zusammen. Interessant ist natürlich,
was machen die wirklich, oder? Das zeige ich Ihnen jetzt gerade. Ich habe noch ein bisschen als Witz vielleicht das berühmte Eierkarton-Material mitgebracht hier und auch in der Darstellung erscheinen lassen. Das Eierkarton, das ist sehr gefährlich, da sehr leicht entflammbar und Sie werden sehen, akustisch können Sie gescheiter andere Sachen an die Wände hängen, aber man sieht es immer mal wieder, deshalb habe ich das hier auch noch eingebaut. Wie sieht das jetzt aus? Sie sehen hier all diese blauen Kurven, das sind diese verschiedenen Formfaktoren. Jetzt machen Sie die Augen wieder zu, sehen Sie eine, die sehr, sehr gut ist oder sehr, sehr schlecht ist. Der Eierkarton ist sehr schlecht, das ist die graue, genau. Das ist der Eierkarton, den lassen wir außen. Aber all diese anderen sind ungefähr, plus minus, gleich effizient. Das heißt, Sie können eigentlich, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber die Hersteller von diesen geschlitzten und pyramidenähnlichen Geschichten, die machen einen tollen Job, um das zu schlitzen und zu verschneiden, aber akustisch bringt das Ihnen nicht viel. Man darf sogar sagen, vielleicht, es bringt Ihnen gar nichts. Man kann Ihnen sogar vielleicht so weit gehen und sagen, Sie kaufen etwas Teureres, welches nicht viel besser ist als das Günstigere. Das viel Teurere und das viel Günstigere. Sie sehen den Trend, wo ich hin möchte. Ja? Ich habe eine Frage, warum geht das Grad bis 1,2, wenn 1,0 ja schon? Ja, sehr gute Frage. Das ist, darf ich das mit einem ganz einfachen Satz im Moment beantworten? Hat mit der Messprozedur zu tun, die schon vor etwa 100 Jahren oder 150 Jahren festgelegt wurde und hat Randeffekte vom Material, da ist das begründet. Also es ist, natürlich kann hier ein Quadratmeter Absorber nie mehr schlucken als 100%, aber wenn man die Kanten dazu zählt, dann kann das mehr als 100, rechnerisch 100, über 100% liegen. Das ist kein Fehler, das hätte der Hersteller. Das kann man keinem vorwerfen, das ist möglich, dass es so aussieht, aber der Punkt ist, dass all diese Materialien, egal wie die Oberflächenstruktur genau gestaltet ist, eigentlich das Gleiche tun. Außer dass den Eierkarton, den habe ich wirklich nur als Witz halber mitgeführt hier. Sie können von dem her eigentlich genauso gut die flache Platte kaufen und haben akustisch das Gleiche erreicht, wie wenn Sie die bunten, geschlitzten Platten kaufen. Die Oberflächengestaltung eines Absorbers beeinflusst seine Absorptionskoeffizienten nicht maßgeblich. Wir haben immer mal wieder, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, sehen das immer mal wieder, unter anderem wir, dass auch solche schaumstoffbasierten Elemente als Passabsorber angepriesen werden, ohne dass die Leute die Schamesröte ins Gesicht kriegen, oder muss man fast sagen, weil ich muss hier nicht mehr viel dazu sagen, schauen Sie die Grafik an, oder? Also der Foambass und der Soundsucker, die haben einen komischen Namen noch dazu, Anne. Die haben ihr Maximum hier bei irgendwie 300 Hertz oder 500 Hertz, oder? Das hat nichts mit Bass zu tun. Aber sieht halt so schön nach Ecke und nach Bass aus. Wahrscheinlich kaufen sie die Leute eher oder so. Also hier auch wieder starker Zwergenfaktor oder Vorsicht vor diesen Versprechungen, vor den Marketingnamen. Die Leute, meistens diese Hersteller, das habe ich nicht erfunden. Die publizieren die Zahlen auch irgendwo. Aber die sind irgendwie, wenn man nach runterscrollt, unten links, ganz klein, im Punkt 8 Font, sind das dann diese Zahlen angegeben, oder? Und das heißt, Bassabsorber, Soundsucker, die Lösung bei Bassproblemen. Und dann kann man dann das kaufen, oder? Ein Stück für 49,99 oder was auch immer. Aber gut, Zwerg hier auch wieder. Zu was bringt das uns dann am Schluss, wenn die Leute das alles glauben würden? Oder? Ich möchte auch hier niemandem zu nahe treten, ist vor langer Zeit ein Kunde gewesen, der brauchte Hilfe. Das sehen Sie jetzt auch, dass er wirklich Hilfe brauchte, weil sein Studio, das war ein Abmischumgebung, ein Tonstudio-ähnlicher Raum, der tönte gar nicht gut. Oder? Das sehen Sie jetzt selber auch, das ist alles dieser Noppenschaumstoff, den er für viel Geld gekauft hat. Und was hat der gute Mann gemacht? Er hat sehr viel Absorption für genau eine Frequenz in seinen Raum reingesteckt, nämlich sagen wir 1 kHz. Aber links und rechts davon absorbiert er überhaupt nichts. Also er absorbiert genau eine Frequenz, also einen breiten Frequenzbereich um 1 kHz herum, aber zum Beispiel insbesondere bei den tiefen Frequenzen macht er gar nichts, oder? Es wird. Ich habe doch alles Zeugs gekauft, hört immer noch schlecht, oder? Tut mir leid, was habe ich das falsche Zeugs gekauft? Wir kommen, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich es drin gelassen habe, ich kann es auch schnell vorausschicken. Wir haben dem Herrn empfohlen, es war wirklich ein Herr, nimm die Hälfte dieses Zeugs runter und kauf dir
verkauft das einem Kollegen für hoffentlich gutes Geld und für das Geld, legst du ein bisschen drauf, kauft dir gute Bassabsorber. Das hat funktioniert, oder? Dann hat er eine relativ ausgeglichene Nachhaltzeit im Raum drin. Stichwort Nachhaltzeit, Sie haben sie gesehen, da möchten wir noch ein bisschen mehr Zeit verbringen miteinander bei diesem Begriff, weil er sehr, sehr wichtig ist. Wie messen wir eine Nachhaltzeit? Was ist eine Nachhaltzeit? Eine Nachhaltzeit, mal schauen, ob das hier funktioniert. Gar nicht so schlecht. Sie hören einen lauten Impuls. Entschuldigung, ich habe gerade den Junior hinten geweckt. Sorry. So, lauter Impuls und danach hören Sie so einen Abfall der Schallenergie. Und das ist genau, um was es bei der Nachhaltzeit geht. Wir haben ein Rauschsignal durch den Lautsprecher, einen omnidirektionalen Dodecoder normalerweise. Und wir geben ein Signal in den Raum rein, bei etwa, sagen wir, 100 Dezibel, das ist einfach, um nachher zu rechnen, und wir rauschen den Raum voll eine gewisse Zeit lang. Wir ziehen dann den Stecker raus und schauen auf einen Schallpegelmesser und auf eine Uhr gleichzeitig. Und wir schauen, natürlich wird der Schalldruck zusammenfallen, das ist klar, wie ich vorhin auch geklatscht habe. Hat der Sound sich geändert, gell, als ich vorhin, ist besser oder schlechter geworden? Erträglich so? Ist gut. Okay, kein Unterschied. Gut. Der Schalldruck zerfällt im Raum bis irgendwie einem Ruhepegel, den wir halt haben in dem Raum drin, nicht ganz null natürlich. Und wir messen jetzt aber einen Abfall vom Schallpegel von 60 Dezibel. Also 100 minus 60 gleich 40. Wir schauen, bis wir 40 Dezibel haben. Nämlich einen Abfall von 60. Und wir schauen, wie lange hat das gedauert. Und diese Zeit, wie lange das gedauert hat, das ist die RT60-Nachhaltzeit. Bei Kirchen, großen Räumen, da können Sie auch, das können Sie sich auch vorstellen, wenn man da reingeht und klatscht, dann ist das effektiv, das geht bis zu 8, 9, 10 Sekunden, je nachdem. Das ist also durchaus realistisch. Bei kleineren Räumen wird das kürzer natürlich, bei Räumen, die man für die Musikwiedergabe verwendet, ist das 0,2, 0,3, 0,4 Sekunden, kann ein bisschen mehr sein, je nachdem, wenn es auch ein Wohnraum ist. Das ist so, aber wenn man da 4 Sekunden misst in einem Hörraum drin, dann sind wir deutlich zu lange unterwegs. Das eine ist die Dauer des Nachhalls. Das ist mal eine wichtige Charakteristik. Das andere ist, ob wir die Nachhallzeit über die Frequenz schön gleichmäßig verteilen. Das schlechte Beispiel vom Herrn von vorher, der nur absorbiert bei einem Kilohertz, hat bei einem Kilohertz sehr kurze Nachhallzeit, oder? Weil alles ja absorbiert wird bei einem Kilohertz. Aber links und rechts davon, also darüber und darunter, hat eine sehr lange Nachhallzeit. Das ist eine Welligkeit im Nachhallzeit-Frequenzdiagramm, welche sehr, sehr schlecht ist. Also wir möchten hier quasi, das möchten wir vermeiden. Das könnte, das ist ein akademisches Beispiel, ist erfunden, aber das könnte hier quasi dieser Raum sein von vorhin und er hat unten bei den tiefen Frequenzen überhaupt nichts gemacht, also eine viel zu lange Nachhallzeit hat er da gehabt. Und das tönt nicht toll, das ist kein Genuss, sich darin aufzuhalten. Also hier, es ist selten die richtige Strategie, Hörräume mit bloß einem einzigen Absorbertyp zu optimieren. Ich könnte noch fortsetzen, auch wenn uns der Hersteller des Akustikmaterials sagt, dass das die optimale Lösung wäre. Oder? Also selten ist es korrekt, dass man einfach nur ein Material oder ein Typ Material an die Wände, an die Decke montiert und dann die Probleme alle gelöst hätte. Ah, hier ist das Beispiel. Das ist der Fix vom Herrn von vorhin. Wir haben den ganzen Bereich oberhalb dieser Aufnahmekabine und diesen Bereich hier mit Tieftonabsorption belegt. Und da haben wir dann diese Balance finden können in der Nachhallzeit. Ein anderes Beispiel, das ist ein Heimkino, ist ein spezifisch für Heimkino gebauter Raum. Und das ist noch im Bau im Moment, ist noch nicht fertig, kann ich noch nicht zeigen. Aber wir haben hier eine sehr detaillierte Berechnung gemacht. Was muss in diesem Raum an die Wände installiert werden von all diesen Materialien, die wir haben, um ein ausgewogenes Resultat zu erreichen? Ist ein bisschen wie ein Koch, oder man köchelt ein Süppchen, wenn man nur irgendwie Salz reinstreut, dann hat man die 1 kHz Absorption. Es schmeckt auch nicht so gut. Man muss viele Zutaten da rein tun, ein bisschen Lauch, ein bisschen sowieso Bouillon, und dann kann man da ein gutes Süppchen kochen aus diesem Raum. Also hier haben wir die Suppe, eigentlich das Rezept der Suppe,
Und hier haben wir die Prognose, die Prognoserechnung, die Simulation, wie der Raum, wenn man es so bauen würde, wie der Raum dann am Schluss sich nachhaltzeitenmäßig verhalten wird. Wir haben hier die THX-Limiten drin, weil das ist für Heimkinos relevanter als die vorhin gezeigte Kurve. Wir haben eine obere Limite und eine untere Limite. Und Sie sehen hier, dass dieser Raum schön in der Mitte, schön ausgewogen in diesen Limiten drin liegt. Gut, wir sind noch ganz kurz bei der Absorption und zwar auch hier ein abschreckendes Beispiel, der Eierkater, hier kommt er nochmal, oder? Und zwar müssen wir ganz, ganz gut unterscheiden zwischen Materialien für die Raumakustik, also was wir machen, um unseren Raum gut klingen zu lassen, nämlich solche Sachen. Es gibt auch gelochte Geschichten, das kennen Sie andernfalls auch, gibt es auch als Deckenpaneele. Es gibt sehr fein gelochte Geschichten, da sieht man kaum, dass Löcher hat. Es gibt gelochte Geschichten, die halbtransparent sind. Es gibt Verputze. Wenn Sie da nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, haben Sie gar keine Ahnung, dass es Akustik ist, oder? Sieht aus wie eine normale verputzte Wand von außen. Solche Sachen, die bringen nur uns etwas in unserem Raum drin. Und es ist ein Irrglauben, leider weit verbreitet, dass dies hier etwas nutzen würde. Oder auf der anderen Seite dieses Raum ist ein Proberaum von einer Hardrock-Band. Denken Sie, dass der Nachbar, der hier vis-à-vis wohnt, mit seiner Tür, wegen diesen Eierkarton ein Müh weniger laut die Musik wahrnimmt? Nein. Die Antwort ist wiederum nein. Das ist nicht so, oder? Das hilft nichts für die Schalldämmung. Die Schalldämmung hat nichts mit Dämpfung zu tun, sondern ist die Dämmung, die eine Wand zwischen Einheit A und Einheit B erbringen kann. Hier dieser weitere Zwerg, Absorber sind nicht geeignet, den Schalldämmwert eines Bauteils zu erhöhen. Dies gilt auch für Eierkartons. Also wenn Sie einen lauten Musikraum haben, Ihr Sohn, Ihre Tochter einen Proberaum hat und der muss isoliert werden gegenüber der Nachbarschaft, dann haben Sie leider mehr zu tun, als viele Eier zu essen. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Gegenschall, großes Thema. Ich möchte ein kleines Experiment noch mit Ihnen machen. Hier schauen, ob das funktioniert. So. Haben Sie noch Geduld mit mir? Geht es noch 10 Minuten oder so? Ja? Okay, gut. Ich möchte, jetzt mache ich das schnell runter hier. Ich lasse in diesem Raum mit einem Funktionsgenerator, das ist ein virtueller Funktionsgenerator, lasse ich einen 250 Hertz Ton in den Raum projizieren durch diese beiden Lautsprecher. Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie so gut wären, aufzustehen und sich ein bisschen im Raum ein, zwei Meter von Ihrer Position zu bewegen und zu schauen bzw. zu hören, was Sie wahrnehmen, wie Sie das wahrnehmen, wenn Sie sich bewegen durch den Raum durch. Kommt gleich. Ja, was haben Sie wahrgenommen? Wie können Sie das beschreiben? Wer hätte Lust, da zwei Worte dazu? Eine klangliche Topografie, sehr schön ausgedrückt. Ja, genau, genau. Also wenn Sie immer die gleiche Lautstärke gehört haben, dann auch dann sind Sie wieder nicht im richtigen Ort hier vielleicht. Also Sie sollten eigentlich Variabilität in der Lautstärke wahrgenommen haben. Und zwar kann ich Ihnen versprechen, dass ich hier nichts gemacht habe mit dem Volumenregler. Das war nur Ihre Position im Raum, die zu dieser Varianz beigetragen hat. Was ist hier passiert?
Hier ist Folgendes passiert. Ich bitte Sie, diese Animation anzuschauen. Hoffe ich zumindest. Ah, Mist. Okay. Ich mache so, ich erkläre Ihnen rasch, wie das aussehen würde. Ich ganz am Schluss mache ich für die, die es interessiert, das noch kurz als Animation. Tut mir leid, das war schief gegangen mit dem Plugin wahrscheinlich. Wir haben zwei unabhängige Schallquellen hier. Eine linke, eine rechte Seite. Das ist auf der Grafik dargestellt, Sie sehen es ein bisschen, eine grüne und eine blaue Kurve. Durch Ihre Bewegung im Raum verschieben Sie die Kurven relativ gesehen zueinander. Wenn Sie, wie hier in der Grafik dargestellt, gerade irgendwo sind, wo die beiden Kurven aufeinandertreffen, dann haben Sie die Situation, wie sie hier dargestellt ist, mit der gelben Linie. Sie haben nämlich ein sehr lautes Erleben im Ohr. Sie hören die beiden Töne übereinander und die verstärken sich gegenseitig. Wenn Sie aber die eine Kurve, die blaue zum Beispiel, verschieben würden, das Maximum würde gerade eine halbe Wellenlänge verschoben werden, haben Sie jeweils eine negative und eine positive Halbwelle am gleichen Ort. Und die gelbe Linie, die würde zu einem horizontalen Strich zusammenfallen. Da hätten Sie gar nichts. Sie haben immer noch die grüne und die blaue Welle, aber die sind unglücklicherweise oder glücklicherweise, wie man das möchte, die sind so zusammengefallen, dass sie sich beiderseitig aufheben. Das ist eine sogenannte destruktive Interferenz, die wir da erleben. Wenn sie übereinander sind, ist es eine konstruktive Interferenz. Also wir sehen hier eine konstruktive Interferenz. Wenn das verschiebt, haben Sie eine Auslöschung und eine destruktive Interferenz. Wir brauchen das als Mensch sehr intensiv. Beispielsweise, wenn wir gewisse Töne und Klänge wahrnehmen möchten. Das ist ein Ton. Nichts Wildes war sonst. Das ist ein Klang. Klang besteht aus mehreren Tönen. Mit dem Ohr haben wir im Übrigen die Eigenschaft, die Fähigkeit, die Töne als Einzeltöne wahrzunehmen. Das Auge kann das nicht, oder? Mit dem Ohr können wir differenzieren, mit dem Auge geht das nicht. Wir können nicht eine Farbe anschauen und sagen, was es ist. Hier haben Sie vielleicht gehört, das sind zwei Töne, oder? Das sind zwei Töne, die den Klang generieren. Wir haben dann für Messtechniker ein angenehmes Geräusch, für alle anderen schrecklich. Das ist ein Rauschen, welches breitbandig und zufällig Energie enthält. Was machen wir beim Gegenschall? Beim Gegenschall haben wir eine nette Idee eigentlich. Wir haben nämlich eine Darstellung des Schalldrucks, wie hier gezeigt. An der Wand haben wir immer ein Druckmaximum, weil die Luftteilchen können nicht weiter, die können nicht weg. Da muss ein Druckmaximum auftreten. Das ist diese blaue Kurve. Jetzt haben wir, gesetzt der Fall, dass wir das gescheit machen, hätten wir hier ein Mikrofon an der Wand. Das Mikrofon, das hört, aha, hier kommt ja die und die Basswelle an. Ich denke jetzt schnell nach, das ist so ein kleiner DSP, ein kleiner Prozessor, ein kleiner Signalgenerator. Und mit meinem Lautsprecherchen mache ich Edge-Badge die destruktive Interferenz dazu. Also kreiere quasi die violette Kurve hier oder die rote Kurve hier. Und Sie sehen hier, das würde sich auslöschen gegeneinander. Und das funktioniert tatsächlich. Ein Beispiel, wo das funktioniert, ist der Noise-Canceling-Kopfhörer, den Sie vielleicht im Flugzeug dabei haben. Sie hören wirklich das Geräusch des Flugzeugs deutlich weniger. Und jetzt kommt dann vielleicht auf die Idee, ja, das ist wunderbar, ich habe einen Club oder einen Musikraum und meine Nachbarn sind gestört, ich spiele Schlagzeug, weiß ich was, ich installiere ein Gegenschallsystem bei mir im Raum drin, oder? Scheint ja zu funktionieren. Das Blöde ist, dass man zwei Nebenbedingungen erfüllen muss. Und die Nebenbedingungen, die sind folgendermaßen. Die Schallquelle muss stationär sein, also der Lautsprecher quasi. Das hat man dann schnell nochmal vielleicht erreicht. Aber auch der Hörer muss stationär sein. Also wir können das einkalibrieren, ein Schlagzeuger. Nachbar, gib mir mal Bescheid, wenn du nichts mehr hörst. Wir machen hier unsere Einstellungen mit dem Delay etc. und das Mikrofonposition. Und dann sagt der Nachbar, jetzt höre ich nichts mehr. Und dann sagen wir dem Nachbarn, okay, jetzt musst du von heute an jeden Tag, wo ich spiele, dort stehen bleiben, bitte. Also das geht leider in der Praxis nicht wirklich, oder? Also diese Rahmenbedingungen sind nicht erfüllbar
für eine Lebensumgebung, für eine Wohnumgebung. Das klappt leider nicht, obwohl das System eigentlich schön wäre. Für einen Schlafraum, es hat eine Zeit lang in der Schweiz einen Hersteller gegeben, der hat was Vernünftiges konzipiert für Schlafräume. Da könnte man sagen, der Hörer ist ungefähr am gleichen Ort, könnte man ja vielleicht was erfinden oder hat was erfunden gehabt. Die Firma gibt es nicht mehr, also so gut kann es nicht funktioniert haben. Aber es gut. Jetzt aber, was machen wir dann, wenn der Gegenstand nicht funktioniert, wenn wir Ruhe haben möchten, wie machen wir es dann? Ich habe das so formuliert. Optimale Schallisolation wird dann erreicht, wenn Materialien mit sehr unterschiedlichen akustischen Eigenschaften kombiniert werden. Nehmen wir eine Schallwelle, welche sich durch Luft fortbewegt. Um diesen Schall zu dämmen, wäre eine Schicht eines festen Materials ideal. Zum Beispiel eine Betonwand oder ein Stück Karton. Oder wenn Sie von mir genug haben, dann würden Sie, wenn ich das Mikrofon nicht hätte, hier eine Wand vor mir bauen und dann wäre ziemlich ruhig. Oder das kann man, glaube ich, unterscheiden so, das stimmt sicher. Ich wäre hier der Lautsprecher, Sie sind hier der Hörer, Sie hören mich jetzt laut, Sie bauen eine kleine Box um mich herum und Sie haben weniger laut, mit Sicherheit. Das ist schon mal eine gute News, oder? Also je nachdem, wenn man mich hören möchte, nicht, aber sonst wäre es eine gute News, wenn man Schallschutz haben möchte. Jetzt könnte ich aber auf die böswillige Idee kommen, dass ich ja hier noch einen Vorschlaghammer habe oder ein Schlagzeug oder einen Basslautsprecher, den ich auf den Boden setze. Und der macht eher sowas, oder? Jetzt weiß ich nicht, Hans-Peter, spürst du noch was? Gut, okay, ziemlich viel, oder? Also, auch wenn ich diese Wand hier auf den Boden setze, geht der Körperschall natürlich blöderweise immer noch unten durch. Also ich muss noch etwas anderes machen. Ich muss nämlich, es kommt hier, ein anderes gutes Beispiel ist eine Schallwelle, welche sich durch Beton vorbewegt. Um diesen Schall zu dämmen, wäre eine Schicht eines sehr weichen Materials ideal, zum Beispiel Luft oder Gummi. Ich muss also hier meine Wand mal bauen um mich herum und dann muss ich eine große Trennscheibe nehmen, eine Fräse und hier einen Schlitz machen in den Boden oder in die 20 mm oder so. Das wäre nicht so schlecht, oder? Ich fliege vielleicht runter, aber das ist dann zu lösen irgendwie sonst. Auf jeden Fall hätten wir quasi Schallisolation erreicht, weil die Wand wäre ja für den Luftschall da und diese Fuge wäre für den Körperschall da. Und das wäre richtig. Und diese beiden Begriffe sind die Masse, also wir müssen einerseits eine Masse um mich herum bauen und andererseits müssen wir eine Entkopplung haben des isolierten Teils. Also wir müssen mich entkoppeln von Ihnen, mechanisch, durch eine Luftschicht. Ich habe nicht mit so einer großen Gruppe gerechnet hier, muss ich ganz offen sagen, ich bin sehr erfreut. Ich habe ein Experiment mitgebracht, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das jetzt für alle hörbar wird, aber ich würde sonst sagen, die hintere Reihe kann auch im Anschluss an den Vortrag noch mal schnell kommen, mache ich noch ein zweites Mal. Das ist eine Quelle, die in der Hand gehalten, auf dem Tisch. Hört man was? In den vorderen Reihen hoffe ich, dass das hörbar ist, mehr oder weniger. Tut mir leid für die hinteren Leute jetzt. Aber vielleicht können die vorderen dann berichten, was man wirklich hört. Das ist unsere Masse. Oder? Wir möchten über diese Konstruktion möchten wir eine Wand rumherum bauen. Was ist passiert? Nichts, oder? Man hört es immer noch, oder? Ich kann jetzt noch hier nahe rangehen, aber Sie können mir glauben, man hört es immer noch. Ganz hinten hört man es nicht mehr. Da immer noch! Super! Bestes Publikum je. Mit den Hörern, mit den Ohren, super. Gut, das war die Wand, oder? An die Wand denkt jeder, der Schallschutz machen möchte. Ja, wenn das nichts mehr sieht, dann ist schon mal recht gut, oder? Das ist auch so. Aber die Masse, die Wand ist nur die halbe Miete. Weil wir haben hier jetzt noch Entkopplung, oder? Das ist eine Gummimatte. So, und so ein kleines Dämmmaterial, eine Art Watte. So. So. Man hört es immer noch, oder? Logischerweise, ja. Jetzt kommt die Entkopplung und die Masse. Oh.
Vielen Dank, die Ehre gehört der Physik natürlich und diesen beiden Begriffen. Oder? Wir müssen die Masse haben und die Masse muss entkoppelt sein. Nur dann bringt sie was. Also wenn Sie können einen Meter Betonwand bauen, den Meter Betonwand, wenn Sie mit dem Hämmerchen rantatschen, dann geht alles durch, weil der Körperschall wird durch den Meter Beton nicht beeindruckt. Sie machen besser 2x20 cm Beton mit 20 cm Luft darin. Weil dann haben Sie wirklich eine Entkopplung in der Betonschale drin gehabt. Wie wird das tatsächlich gemacht? Wir können ja nicht quasi einen Bau auf eine Feder setzen. Ah, halt doch, das können wir ja wirklich. Wir können einfach nicht vielleicht eine Watte nehmen, oder? Aber tatsächlich werden im Akustikbau Bauten auf Federn gesetzt. Nicht, weil wir es lustig finden, sondern weil es Notwendigkeit ist. Das ist so eine Feder, habe ich hier mitgebracht, das können Sie nachher hier vorne noch anschauen. Ein Profil mit Gummipuffern, darauf kommt eine Bodenplatte. Auf die Bodenplatte kommen die Wände, die werden mit solchen Entkopplungsgliedern von der Rohwand weggehalten, dass sie nicht umstürzen, aber auch nicht an die Wand geschraubt werden. Sonst haben wir ja wieder eine Kopplung zwischen innerer und äußerer Schale. Und die Decke, die werden wir mit so etwas abhängen, das ist auch so ein Entkopplungsglied. Das gesamte Teil, welches wir im Inneren aufgebaut haben, wird ein bisschen vibrieren, wenn wir den Bass laut genug aufdrehen. Das ist wunderbar, so möchten wir es. Die Vibration soll an diese Federn gehen und nicht zum Nachbarn. Das ist die Kernidee vom Schallschutz. Kleines Beispiel, das ist ein Projekt, sind schon ein paar Jahre alt, aber ich habe so schöne Baubilder davon. Das ist eine Decke, eine Rohdecke. Da wohnte jemand obendran, der wollte nicht mithören, jeder Film, den da gehört wird. Und wir haben also eine neue Decke abgehängt mit solchen Entkopplungselementen. Typ ähnlich wie die, die ich hier mitgebracht habe. Das ist die Wandkonstruktion, das war die Rohwand. Und das ist eine Wandaufbaukonstruktion mit einer, hier ist dieser Entkoppelteil, hier ist ein normales Metallständerprofil und dreifach beplankt mit Gips. Und diese, das ist die Masse. Das ist die Entkopplung und zusammen, diese beiden Sachen zusammen, die Masse und die Entkopplung, die gewährleisten den Schallschutz, den wir haben möchten hier. Das ist der Boden. Sie sehen hier, wir haben im Boden tatsächlich gefräst. Das ging dort aus konstruktiven, es war erdreich drunter und man musste eine neue Bodenheizung machen. Der ganze Boden kam raus. Zwei neue separate Bodenplatten wurden eingelegt, getrennt durch diese Fuge, 20 mm, die man dann mit Silikon gefüllt hat. Das ist das Projekt, das fertig war. Der konnte hier Musik hören, Filme schauen, gamen, Tag und Nacht, ohne dass jemand da gestört war im Gebäude. Gut, wir haben den Rundflug durch das Märchen- und Mythenland ein bisschen beendet. Ich hoffe, es war für Sie informativ und auch ein bisschen humorvoll, wie da gewisse Leute, gewisse Facts auf Ihrer Seite ein bisschen zu interpretieren versuchen.